Jo Freunde, was geht? Und ja, ich will euch gerne mal einen kleinen Tipp zeigen oder einfach mal ein kleines Video, was ich hier mache. Und zwar werde ich euch zeigen, wie ich den Spielstand von Pokémon Leuchte Perle oder Strahlender Diamant einfach mal zeige, wie ich das lösche. Ist einfach ganz einfach und ganz kurz sogar. Ich werde erstmal zum Vorstellen, ich habe ja hier drei Accounts, ne? Ist klar, ist ein bisschen schwierig. Man kann auch ganz einfach jedes Mal einen neuen Account erstellen und dann wird es aber auch immer nervig. So, ich werde erstmal hier ganz kurz das Spiel speichern, um zu zeigen, dass ich hier nicht irgendwie für euch verarscht war, so, ne? So, ich habe es gespeichert und jetzt gehen wir mal raus, gehen ganz kurz zu Systemeinstellungen, gehen auf Datenverwaltung, scrollen ganz runter, speichern, Daten löschen und dann haben wir hier Pokémon Leuchtende Perle. Und dann haben wir hier die zwei Accounts. Mein Main werde ich natürlich erstmal nicht löschen. Mein zweiter Account, was ich gerade eben gespeichert habe, werde ich jetzt löschen. Dann kriegt ihr eine Vorsichtmeldung. Da müsst ihr halt mal ein bisschen warten. Dann eben speichern, Daten löschen. So, ist gelöscht worden. So, und geht mal wieder rein. Zack. Müssen wir jetzt einen Moment warten. Und das Spiel würde ich jetzt mal behaupten, dass es jetzt gelöscht ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, ob es euch geholfen hat. Falls ja, freut mich auf jeden Fall für einen Daumen nach oben und so. Falls ihr mehr sein wollt und wie ich irgendwie Pokémon zocke oder sonstiges, dann lasst gerne mal ein Abo da. Mich würde es gerne freuen. Support ist kein Mord und ja, das war's auf jeden Fall. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Tag. Euer Lobby. Macht's gut.